Hallöchen Leute, willkommen zurück bei Renegade. Wir sind angekommen in der, ich glaube, die letzte Mission. Ja, müsste die letzte Mission sein. Ja, wir haben den letzten Part hier oben schon ein bisschen aufgeräumt, weil da fängt die Mission an und da stehen gleich mal direkt 20 Gegner um dich rum und dann kommt da wieder so ein hässlicher Bazooka-Offizier und schießt mir den Arsch. Ich glaub's nicht, hackt und dann kommt da schon der nächste. Ey, könnt ihr auch mal für 10 Sekunden Ruhe geben, wenn ich hier mal nachladen kann und ein paar Waffen sammeln kann. Wie wäre das? Ja, dann kommt schon wieder die nächste von oben. Ja, Gott, ist euch doch. Mann. Ah, der zweite Part, wo ich jetzt schon hintereinander aufnehme. Also der gerade vorhin und der jetzt. Und dann, ja, werde ich mal schauen, wie ich die hochlade. Aber ich denke, die werden dann beide heute noch kommen. Mal schauen, was meine Internet-Holzleitung hergibt. Ja, aber ich denke schon, dass die beide heute kommen. Also beide am gleichen Tag. Jetzt war ja über eine Woche Pause und dann müssen wir da schon mal wieder was tun für euch, damit es euch nicht langweilig wird. Und dann, ja, was mache ich als nächstes Projekt? Ich habe noch keine Ahnung, wenn ich ehrlich sein soll. Was piepst hier so komisch? Ja, ich habe noch keine Ahnung, was ich als nächstes machen soll. Ja, da. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz sauber. Ja, hast du wenigstens. Nein, hat er nicht. So, ja, wir müssen uns in dem Tempel hier immer weiter nach unten arbeiten. Und dann, ja. Ja, genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, nächstes Projekt. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mache. Mal schauen. Aber. Ja, Music Mario Bros. U wird auf alle Fälle fertig gemacht. Nur mein Together-Partner, der hat irgendwie in der Zeit etwas wenig Zeit. Ja, und deswegen kommen da momentan auch keine Parts. Aber so bald wieder was auf Lager ist, wird was kommen. Da geht's nach oben, da liegt. Will doch keine alle Sau hin. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, wir müssen einfach nur ganz nach unten. Oder, hä? Muss ich irgendwas haben? Infiltrieren? Hier, was? 0 Meter. Hä? Kann doch gar nichts machen. Was ist los mit dir? Hey, kommt das Ding immer wieder? Das hat vorhin schon eingesammelt. Kann doch hier gar nichts machen. Was ist los mit dir? Ich geh einfach nach unten. Mir doch jetzt egal. Achtung, Sydney Möbius wurde auf Radar geortet. Aha. Ja, jetzt fängt's an. Dreckigen Bastarde mit ihrem Elektrogewehr. Alle Systeme funktionieren innerhalb der normalen Parameter. Alle Systeme normal bei funktionierenden Parameter. Jetzt schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Aber ich glaube, hier geht es auch nur wieder hoch. Ja, genau, da geht es nur hoch. Oh, guck mal. Schöne Töpfe und Krüge und grünes, komische Sachen und Gestein. Ich weiß ja nicht. Und was soll das sein? Ochsenschädel, irgendwie sowas. Oder auch noch einer, ja. In den Labors steht der Lichtraum. Ja, ja, Achtung, in den Labors. Da, bist du behindert? Lass mich gefälligst in Ruhe. Ein Tempelritter. Ah, da unten, da. Oh, noch. Komm. Mann, Havoc, wo hast Diese du schon wieder Tür deine Zugangskarten hingelegt? Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 1. Ja, dann holen wir halt die Sicherheitsfreigabe. Oh.
Gefällt Ihnen meine Trophäe? Das passiert, wenn es jemand wagt, meine Autorität zu untergraben. Denn was dir heute noch schwer erscheint, wird dir morgen schon leichter fallen. Okay. Gibt's da sonst noch irgendwas? Nö. Warum ist der eigentlich so unaufgeräumt? Was geht mit denen? Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 1. Vielleicht sterben gehen. Ja, Ruhe jetzt, ich weiß es jetzt. Eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 1. Dümperim. Oh, hallo, ich ja. Parker, willkommen in meinen Privatgemächern. Ja, hallo. Sie scheinen irgendwie langsamer voranzukommen. Haben Sie vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten? Nö, eigentlich nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie auch weiter in meinen Tempel entweihen möchten, indem Sie einfach durch mein Schlafzimmer trampeln. Ja. Schon dabei. Einmal Abrisskommando. Sehr wohl. Bitte alle nicht notwendigen Prozesse schließen. So. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir offiziell das Elektrogewehr. Ja, hier die zwei Sachen, die liegen hier immer wieder. Also ist nicht so schlimm, wenn uns hier irgendjemand trifft. Also waren wir rein drin, hier waren wir glaube ich noch nicht drin. Oder waren wir hier schon drin? Nein, hier waren wir noch nicht drin. Mal schauen, was hier noch gibt. Oh ja, da kommen sie aus zwei Türen gleichzeitig, ist klar. Ja, aber die sind so schlecht. Vielleicht sollten wir mit links schießen. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. Stopp. Wow. Achtung. In den Labors bitte nicht rauchen. Ja, in den Labors bitte nicht rauchen. Havoc, zünd deine an, komm. Nicht so schlimm. Techniker Mongo. Hau ab, du hässliches Becken MG Scheißdreckdingens. Oh oh. Ah ja, ich kenne den Raum nur zu gut. Der jetzt dann gleich kommt. Jetzt wird's erstmal heikel überlegen. Schwarze Hand sein. Oh, ich hab Angst. Ich will nicht. Stopp, Pisskopf. Das ist immer anders, ob man den Hässchen lackettig wird. Ionenkanone, Rüstung. Lauter Penner oder was? Überall stehen Betten rum. Ja, und mit Fernseher natürlich. Stopp. Einmal hier schön im Kreis. Was zum Henker hat mich hier gerade abgeschossen? Ah ja, Munition. In den Labors bitte nicht rauchen. Noch eine tragbare Ionenkanone. Du Drecksau, wenn du da abgeschossen hast. Na, du Drecksau war's. Jo, da. Pisst euch dumm. Da irgendeiner von euch Pisser eine Zugangskarte hergeben. Hat Nock überhaupt irgendwelche doppelläufigen Panzer?
Ah ja, der Flammenwerferpanzer sogar. Diese Tür ist die Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Genau, da war er. Gib mir schön mein Lasergewehr. Ja, mal nachladen. Wie viel haben wir? Oh, hier, Elektrogewehr haben wir voll. Sehr schön. Du erstmal noch sterben, dann machen wir hier. Hier weiter? Was ist los mit dir? Kotzen oder was? So will saufen. Was, du behindert oder so? Dann waren wir da drin, dann haben wir hier die Tür noch. Ist klar, weg mit euch. Alles tot und verderben. Hier noch ein bisschen Elektro-Gewehr. Alles ausradiert, aber auch keine Zugangskarte. Achtung! Die Bretter, die die Welt bedeuten, sind noch nicht für den Bau von Frauen. Ich hätte jetzt gern mal noch die Zugangskarte. Hallo? Was ist denn hier los? Wo ist denn die? Warnung! Du solltest nie fragen, was dein Land für dich tun kann. Ja, jetzt liegt. Die lag hier vorhin aber noch nicht. Da kannst du mal erzählen, was du willst. So. Headshot mit Strom. Immer gut. Na, ich hätte ganz volle Munition. Dem. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Will der nächste Raum verwendet werden. Außerdem bitte keine Steine in Glashäuser werfen, ohne entsprechende Signalvorgaben zu treffen. Das wäre alles. So, die Rüstung und Zeug, das müsste ja nochmal wieder kommen. Also schaut mal hier durch. Da was, da hinten. Und ich glaube, das sind so circa 30 Gegner in dem Raum, ja. Und wenn es dumm läuft, die killen uns schneller, als wir Blub sagen können. Oder war das da drin, das wo man neu spawnt? Das hier draußen nicht. Auf jeden Fall, die kommen wir nicht hinterher. Okay. Einmal zwischen Speichern und auf ins Gefecht. Bam. Wow. Weg mit euch, mal nachladen. Pisst euch alle! Sag ja, da, lauter so Tiberium Schießmenschen stehen da rum. Kommen immer aus allen Richtungen. Aber ich glaube, jetzt dürfen wir so ziemlich alle haben. Ja, es ging ja noch mal besser, als ich gedacht habe. Achtung! In den Labors bitte nicht rauchen! Ja, echt nochmal besser als ich gedacht habe. Oh, Rüstung und alles haben wir voll. Was haben wir hier für einen schönen Schalter? Ah, da haben wir noch. Ja, aber seht ihr, war es das komplette. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. Willst du leben? Nein.
Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. Ich will da runter. Achtung! Die Bretter, die die Welt bedeuten. So, da unten haben wir nicht. Dann gehen wir mal runter. Außerdem bitte keine Steine in Glashäuser werfen, ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Das wäre. Ja, ich glaube hier, das ist die Produktionsstätte. So komisch. Tiere, ja, die haben auch keine Waffen, die kommen einfach her und hauen uns. Und die spawnen hier auch immer wieder, also müssen wir einfach nur einen Weg rausfinden. Toll. Da geht's raus. Keiner. Du solltest nicht fragen, was dein Land für dich braucht. Oh, ist halt die Augen. Was haben die verstanden? Wie schnell die halt sind. Noch ein bisschen Munition. Da, Papa, seid ihr behindert? Wo schießt denn überall? Also die Stellen gleichzeitig kann ich gar nicht zielen. Aber wenigstens liegt genug Rüstung und so Lumpenzeug rum. Bekommen wir nämlich hier Munition. Was machst du da unten noch? Und dann noch ein bisschen. Noch mehr von diesen Fistköpfen. Wo ist er jetzt hin? Das ist der Petrova. Ah, einmal. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. Ja, so wird die fertig. Davon ist die Petrova. Da drin ist Sydney. Das sollten wir nochmal aufmunitionieren. Ah, für den. Das ist da hinten gleich mal noch. Ein bisschen zu stören, bevor uns das noch nachher auf den Sack geht. Achtung! In den Labors bitte nicht raus! Wieder. So, Hallöchen, Petrova. Sie sind pünktlich, Captain Parker. Die junge Frau Dr. Möbius erklimmt gerade die nächste Stufe der menschlichen Evolution. Und dann kommen Sie an die Reihe. Evolution? Für mich? Nein, danke, da bleibe ich lieber ein Höhlenmensch. Steht dir nicht schlecht, ehrlich. Alarm! Ah, komm her, Pat. Alarm! Einfach einen am anderen mit der. Also, ich sehe jetzt hin. Muss man noch ein bisschen aufpassen hier. Komm doch daher, Mann, wird mal stehen. Studio. Niedere Kreaturen. Ja, Petrova ist so ziemlich am Arsch, würde ich sagen. Oh, Sydney raus da.
Gibt's doch keine Gegner mehr, oder? Die Stufe 1. Ah, Leo. Alarm aufgehoben. Alarm. Jetzt? Ah, mein guter Freund Captain Parker. Jetzt der Game. Offenbar war Elena nicht so gut, wie ich gedacht habe. Egal, ich habe einen Notfallplan. Achtung. Aha. Startsequenz ein eingeleitet. Aha. Sie müssen lassen sofort das Silo räumen. Hier vor. Ich fühle mich ganz krank. Schluck's runter, wir müssen hier raus. Wo hat sie jetzt gerade abgeschossen? Willst du mich verarschen? Ah, Sydney, komm. Wir gehen. Da steht doch der Pistol. Hallo, Sydney. Wo ist die blöde Kuh? Beweg deinen Arsch! Hallo? Geben Sie mir Deckung. Ach, was, jetzt läuft sie mal los. Ich kann ja gerade noch die Rüstung hier mitnehmen. Nuklearrakete aktivieren. Hallo. Warnung. Sydney Möbius wurde verletzt. Pechkett. Nuklearrakete aktivieren. Geh du weg, Sydney. Ja, geh doch weg! Computergestützte, biologisch verbesserte Lebensform. Nicht notwendigen Prozesse schließen. Was haben wir hier noch Schönes? Nix mehr. Ja, wir müssen da jetzt noch ganz nach oben mit Sydney und dann. Ist so ziemlich. Gehen wir. Einen Moment bitte. Ich muss mich orientieren. Wollen funktionieren. Wir haben nicht mal eine Minute. Ja. Jetzt kurz geschlossen, alles passt. Fertig. 4 Sterne, keine Bonusziele, keine Sekundärziele. Ja, 23 Minuten. Passt schon. Lauf, Schlampe, lauf! Sydney! Sydney! Gott sei Dank. Keine Ursache. Auftrag ausgeführt, Herr Wuck. Hätte ich auch mit links geschafft. Dr. Charles Olivetti, der Verteidigungssprecher der UN, hat heute eine Pressemitteilung verlesen, die bestätigt, dass die Nordstreitkräfte schwere Verluste erlitten haben. Der Einsatz der strategischen orbitalen Verteidigungstechnologie hat die Verluste der GDI auf ein, Zitat, statistisch akzeptables Maß reduziert. Zitat Ende. Ja, das Spiel wäre durch, Leute. Ja, wie fandet ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Interessant, auch von der Story her und allem. Oder eher miese Story, aber geiles Spiel oder scheiß Spiel, alles scheiße. Sagt's mir, schreibt es in die Kommentare. Ja. Und dann als nächstes Projekt. Lasst mal überlegen. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Auf alle Fälle wird was Interessantes kommen. Vielleicht kommt auch wieder ein Zelda oder noch ein Spyro oder... Mal schauen. Ah, oder ich könnte auch Bolt zu Ende spielen. Ja, mal schauen. Ich Lust habe. Weil Bolt, da muss ich nochmal komplett alles spielen, weil... Keine Ahnung, irgendwas spackt rum in der nächsten Mission. Da hängt alles und geht nichts mehr nach. Das habe ich jetzt schon dreimal bis dahin gespielt, aber irgendwie will es nicht. Jetzt habe ich es nochmal deinstalliert und wieder installiert und keine Ahnung, was da mit dem Spiel abgeht. Auf jeden Fall geht es genau bis an die Stelle, dann hängt es und geht gar nichts mehr. Ja, dann. Ja, wunderschöne Credits.
psychisch geil. Warte, habt ihr noch mal Bock auf einen Shooter? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche LP-Wünsche habt. Sagt's mir. Und ich schaue, was sich machen lässt. Eva Fräse. Auch ein toller Name. Ja. Wie viele Sprecher das halt sind. Für jede Szene ein anderer Sprecher oder was? Ja. Mal schauen, was meine Holzinternetleitung hergibt. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lang, die Parts hochzuladen, die zwei, die ich jetzt aufgenommen habe. Hoffe ich jetzt einfach mal. Sind die Credits im Spiel? Ich glaube nämlich nicht, dass die euch interessieren. Dauert sowieso wahrscheinlich jeder vorspulen. Sprecher, die hatten wir doch vorhin schon, oder was? Oh Mann. Yami Yukinori Kanda. Ah, die japanischen Namen, ich finde sie so toll. So. Ja, dieser Fahrzeug ist jetzt so schnell wie möglich hochgeladen. Was eben meine Holzleitung hergibt, wie schon gesagt. Und ich will mich nochmal außerordentlich bedanken für über 100 Abonnenten. Und ja, mal schauen, wie ich heute zeitlich dazu komme, werde ich noch ein Abo-Special machen. Und nein, ich verrate euch noch nicht, was es dann gibt. Oh, die Musik wird leise. Ja, Credits Ende. Ja Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag dann mal Ciao, bis zum nächsten Projekt.